Hallo zusammen, und heute werden wir unsere Paprika pikieren. Ich zeige, wie ich das mache, weil die ist schon relativ groß geworden, zu groß. Und ich zeige euch, wie meine Paprikawurzel aussehen. Sehen die nicht schön aus? Also ich bin total zufrieden. Gießen muss ich nicht vergessen. Also, zuerst zeige ich, wie ich die Erde mache und was für eine Erde mache. Aber im Prinzip, das ist normale Blumenerde mit bisschen Kokoserde gemischt, weil ich habe Holzrahmenhaus und da ist Luftfeuchtigkeit relativ niedrig und ich möchte gerne, dass das Wasser ein bisschen besser gespeichert wird in meine sozusagen Erde und steht zur Verfügung zu meinen Pflanzen. Ja, jetzt mische ich das Ganze zusammen miteinander, vermischen schön. Da kommt noch ein bisschen billigste Erde von Raiffeisen dazu. Das haben wir. Jetzt nehme ich die Becher von einem Joghurt. Da mache ich unten die Löcher, dass das Wasser nachher rausfließt. Und dann mache ich die einfach voll. Abstellen. Und wenn ihr keine Kokoserde habt, könnt ihr auch Perlit dazu nehmen. Ach ja, und denkt an mein Gewinnspiel. Der Video werde ich hier auch verlinken. Da könnt ihr eine Chaotenpflanze gewinnen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. In Deutschland nicht zu kaufen. Das garantiere ich euch. So, jetzt können wir starten unsere Pikierung-Aktion. Da hätte ich schon 2 Tage vorher machen sollen. Als erstes, was ich immer mache, bevor ich pikiere, das ist nur die ganze Erde noch befeuchten. Dann gehen die besser raus und ihr Wurzelsystem wird eventuell nicht so beschädigt wie sonst. Und dann brauche ich eine Gabel. Ich habe von meiner Tochter genommen. Das darf ich. Weil mit 18 Jahren, glaube ich, so ein Gabel braucht sie nicht mehr. Also, dann haben wir alles bei Echele. Ich glaube, ich nehme Handschuhe dafür. Also, man nimmt so. Holt man vorsichtig raus. Schaut euch dieses Wurzelsystem hier. Der ist ein bisschen groß gewachsen. Ich werde jetzt ihn ungefähr so tief in die Erde einpflanzen. Und hier bilden sich dann neue Wurzeln. Nicht sofort, das dauert ein bisschen, nicht schlimm. Aber das funktioniert. So, ein Stück beiseite stellen. Dann kommt dieser Becher hier rein. Ein Loch mit dem Daumen, ein bisschen auseinander, ein bisschen drücken. Da kommt diese Pflanze da rein. Zack. Das war's. So sieht das aus. Perfekt. Wenn man das genau guckt, hier schon, das ist alles Grünes. Das ist alles schon meine Trichoderma, sich bildet. Und ich hoffe, dadurch wird meine Pflanze besser entwickelt und stärker sein. Und so immer weiter. Zack. Und so schnell geht das. Habt ihr gesehen, ich habe ungefähr 2 cm tiefer gesetzt. Und warum ich sage, dass die Erde muss nass sein, dann kann man die besser rausholen und die Wurzelsystem wird geschont. Das ist der optimalste Zustand, wo man die Paprika pikieren muss. So. Ich habe leider ein bisschen verpennt. Die sind schon ein bisschen besser entwickelt, aber ich bin der Meinung immer noch, das ist nicht schlimm. Wenn ich keine Lust habe, dann mache ich das einfach nicht. Ich kann mir nicht jetzt eine Pistole unter Brust machen, wie jetzt mache ich. Ich will in meinem Garten, mit meinem Garten Spaß haben und das klappt das schon. Also, so sieht das aus. Und falls du Fragen hast, schreib einfach in den Kommentar. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Tschüss!